Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed können wir mehrere Dinge im Goldpreis feststellen. Zum einen haben wir offensichtlich das offene Gap geschlossen, das ich immer wieder als Zwischenziel genannt hatte. Zum anderen wurde wieder einmal ein Magnetbereich mustergültig getestet. Naja, hat das jetzt bullischen Charakter? Sollen wir das als neues, starkes Zeichen für den Goldpreis wahrnehmen? Das sind Fragen, die es wert sind, beantwortet zu werden, und zwar im Detail. Und genau das machen wir im heutigen Video. Einmal mehr gilt es deshalb heute ganz genau hinzuhören und sich das Video bis zum Ende anzuschauen. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Goldpreis-Update von SoGate Trading. Ich bin der Peter und wir haben eine neue Handelswoche. Das heißt, ich werfe mit und für euch einen genauen Blick auf den Goldpreis. Und wie ihr hier so schön seht, aktuell im Tageschart sind wir tief rot unterwegs, tief bearish unterwegs im Goldpreis. Und da stellt sich natürlich für den einen oder anderen die Frage, ja, ist das jetzt ein schlechtes Zeichen? Was soll ich jetzt davon halten? Naja, eine Kerze, die macht noch keinen Chart. Ihr seht das schon, hier hatten wir auch mal eine rote, dunkle rote Kerze, hier hatten wir mal eine große Grün und ging es runter. Also das ist alles letztendlich bloß eine, immer bloß eine Momentaufnahme, und ohne den eigentlichen Kontext mit einzubeziehen, hat das keinerlei Bedeutung. Was wir aber feststellen können und was ich in der Einladung schon ein bisschen angeteasert habe, ist dieser Punkt offenes Gap bei ungefähr 18,14 oder rund 18,15 und diese Magnetzone zwischen 18,23,60 und 18,34. Beides haben wir punktgenau getestet. Wir haben damit auch unser Gap geschlossen. Das ist hier noch vom 4.7. auf den 5.7. passiert, und darüber hatten wir auch schon vor einigen Videos mal gesprochen, dass wir es als so eine Art Zwischenkursziel sehen. Um nochmal ganz kurz Resümee zu ziehen von den letzten Videos. Wir hatten ja gesagt, ja gut, wir haben jetzt hier die ersten Barrieren aus diesem Abwärtstrend, der jetzt seit März besteht, die haben wir durchbrochen, die erste Barriere, und letztendlich besteht oder wäre das Wunschziel, dass wir zunächst einmal bis 18,96 hochwandert, also bis zum 61,8 Retracement dieser letzten Bewegung. Warum? Ganz kurz nochmal, letztlich ist es der goldene Schnitt und der Kurs möchte irgendwann immer wieder zu seiner Mitte zurückfinden. Das Problem ist, wir wissen immer nicht ganz genau, wann denn dieser Zeitpunkt wirklich gekommen ist, ja, also wann der Kurs denn dann wirklich dort hoch will oder ob das vielleicht auch bloß eine kleine Erholung ist und der Kurs nochmal eine Stufe tiefer geht, bevor er dann wirklich mal die große Erholung zur goldenen Mitte macht. Und da können wir jetzt so ein paar Faktoren zusammenfügen, um uns ein Bild zu machen oder aus verschiedenen Herangehensweisen und uns dann ein Bild zu machen, ja, ist es denn jetzt schon hier die große Bewegung oder nicht? Zum einen natürlich die Reaktion vieler, vieler semi-professioneller Trader, möchte ich es mal so nennen, die jetzt aktuell schon wieder dabei sind, den Goldpreis in den Himmel zu loben und zu sagen, hier gibt es jetzt kein Halten mehr. Und es ist definitiv in den Long-Modus übergegangen und man sollte jetzt nach nichts anderem mehr gucken. Das sind natürlich Aussagen, die ziemlich gefährlich sind, und was man natürlich auch wieder mit einbeziehen muss, statistisch gesehen hat der Kleinanleger immer Unrecht, weil er ständig irgendwie anders denkt. Und das ist mal die eine Seite der Medaille. Zum anderen haben die großen Jungs weder hier beim Durchbruch am 4.10. mitgespielt, und dann ging es auch gleich wieder runter, noch haben sie mitgespielt hier bei dem Durchbruch am 9.11. beziehungsweise hier am 10.11. Ja, auch da haben die großen Jungs noch nicht mitgespielt laut Datenlage, was mich so ein bisschen nervös macht rund um diese Long-Thematik. Und von unserer Range-Strategie her haben wir hier auch nochmal in der Aufbauphase ein relativ schlechtes Zeichen gesehen, als wir wieder unter unseren gleitenden Durchschnitt durchgerutscht sind. Und das sind eben alles so Bündel, wo man sagt, naja, ist irgendwie noch nicht so richtig cool, ne? Und wenn wir uns hier mal diese aktuellen Großwellenbewegungen anschauen, da sind wir hier in der 1, 2, 3, 4. Ja? Also wir haben durchaus das Potenzial, auch nochmal eine fünfte zu machen, und zwar richtig tief runter. Dann wären dann unsere Ziele beispielsweise 15,34, 14,23. Und dann vielleicht diese große Erholung hin zum goldenen Schnitt, vielleicht dann auch neue Allzeithochs im Goldpreis. Ne? Also es sind so mehrere Faktoren, wo man sagt, irgendwie sieht das Ganze zwar jetzt rein von den Kerzen her bullisch aus, aber die ganze Faktenlage, die spricht irgendwie zu einem großen Teil dagegen. Heißt nicht, dass wir noch ein bisschen hochklettern. Ja, wir schauen uns auch die bullische Seite gleich nochmal an. So ist es nicht. Ich bin hier nicht permanent bearish eingestellt. Wir haben ja auch ein paar kurzfristige Long-Setups hier immer wieder gezeigt. Und auch das letzte hat ja letztendlich auch sein Ziel erreicht. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an im H4-Chart. Also
So ist es nicht, ne? Also es ist nicht grundsätzlich bearish, aber wir müssen eben diese Punkte im Auge behalten und nicht blind hier durch diese ganze Maschinerie durchgehen. Und wenn du auch wissen möchtest, wie du diesen Chart-Dschungel für dich gebändigt bekommst, ja, und dich optimal zurechtfindest, dann kann ich dir weiterhelfen. Und zwar nicht nur im Goldpreis, sondern auch in vielen, vielen anderen Märkten. Ich kann dir zeigen, welche Fehler du auf keinen Fall machen solltest und welchen Kursbereichen ich die höchste Bedeutung beimesse. In meinem Coaching-Programm erwartet dich das alles. Trag dich unter www.sogetrading.de für ein kostenfreies Erstgespräch ein und dann schauen wir, ob du dich bewerben solltest oder nicht. Triff nochmal eine gute Entscheidung vom Jahresende und starte dann mit diesem schönen Ausblick ins neue Jahr. Und jetzt geht's weiter. Wenn man das jetzt mal vom rein bullischen Aspekt her betrachten möchte, dann war es natürlich jetzt auch nicht großartig sinnvoll, hier am Höchstpunkt nochmal long einzusteigen. Das ist ja soweit klar. Also müssen wir gucken, okay, wo sind interessante Supportbereiche, an dem ich wieder ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis habe. Ja, also das bedeutet, der Bereich zwischen Einstieg und der Zone, wo es vermutlich wieder, also wo mein Setup kaputt geht, die sollte relativ klein sein, diese Spanne, damit ich einfach eine schnelle Entscheidung habe. Ja. Und da bündelt sich hier ein Bereich, und zwar haben wir hier zum einen eine Begrenzung bei ungefähr, was haben wir hier für ein Tief gehabt bei dieser Kerze, die 1767, also wir haben so eine Pufferzone zwischen 1767 und 1786 rund, und das Ganze geht dann ungefähr bis 1761,80. Also das heißt, bleiben wir hier in diesem Bereich safe long, dann besteht hier in meiner Augen die Möglichkeit, dass wir durchaus nochmal eine Etappe hochmarschieren, und zwar nochmal in Richtung 1823,60, 1834 und dann vielleicht sogar weiter in Richtung 1874, 1870, 1860, 1889. Ihr seht die Zahlen hier am rechten Rand. Dieser Bereich, den ich sehr interessant finde. Was heißt das jetzt aber im Umkehrschluss, wenn dieser Bereich nicht hält, wenn wir quasi Tagesschlusskurse unter diesen Niveaus sehen, die ich gerade genannt habe? Naja, da gucken wir uns einfach mal an, wie lange wir denn jetzt hier schon unterwegs sind, ohne diesen 61,8er oder ohne zum goldenen Schnitt zurückzukehren. Von dieser kleinen Bewegung. Ja, wir können es ja im Großen sowie auch im Kleinen anschauen. Alles, was im Großen funktioniert, funktioniert auch im Kleinen. So, und da sehen wir schon hier dieser Bereich bei 1696. Hier wäre also unser goldener Schnitt. Sollten wir also diese Bereiche spätestens bei 1761,80 nach unten hin durchbrechen, haben wir relativ gute Chancen, hier mal einen Move zumindest erst einmal zu sehen in Richtung 1696. Das wäre dann diese erste Etappe. Und dann müssen wir mal gucken, was hier unten passiert. Schließen wir auch darunter, ja, dann müssen wir wieder gucken, okay, haben die großen Jungs jetzt mitgemacht, dann haben wir nämlich die ganzen charttechnischen Aspekte, aber auf den fundamentalen Part, und dann können wir uns noch weiter in Richtung Süden orientieren. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Ja? Also, im Tageschart erst einmal dieser Bereich bis 1761,80. Das halte ich alles für Support. Und alles, was er jetzt hier macht, vielleicht mal schön bullische Tageskerze hinsetzen, vielleicht dann morgen zum Freitag hin, ja, oder auch dann zum Montag. Das wären so Statements, wo man sagen könnte, ja, das gefällt mir. Und wenn wir eben durchrutschen, naja, dann müssen wir das ganz genau im Auge behalten. Und dann schauen wir uns natürlich auch an, oder beziehungsweise anders gesagt, bloß weil jetzt hier diese Supports durchbricht, heißt das nicht, dass er nicht nächste Woche oder in den nächsten Wochen dann von dieser kleinen Abwärtsbewegung dann wieder einen Widerstand durchbricht, der uns weiter in Richtung Norden führt. Na, ihr seht schon, wir müssen das immer so ein bisschen im Auge behalten, aber da bleiben wir einfach dran, gucken uns das Woche für Woche an und rücken die Wahrscheinlichkeiten dann in unsere Richtung. Das war es aber erst einmal vom Tageschart, und jetzt gucken wir uns mal noch den H4 an. Was war da jüngst der Fall? Ich habe es mal drin gelassen vom letzten Video. Hier hatten wir diese Zone zwischen 1795, 1798, und da sagte ich, sehen wir hier Schlusskurse drüber im H4-Chart. Dann wären so meine ersten Zielbereiche bei 1821, vielleicht sogar 1829, 1837, 1838, 20 zu finden. Ja, und das erste hat er dann auch hingesetzt, gleich diesen Bereich, und ich hatte euch unter das letzte Video in den angepinnten Kommentar am Montag schon einen wichtigen Hinweis geliefert. Ja, ich sage immer wieder, schaut euch immer am Montag nochmal den angepinnten Kommentar unter dem letzten Video an. Das ist ganz, ganz wichtig, denn da schreibe ich immer noch mal so ein Update. Und da habe ich schon reingeschrieben, dass wir zwar den Durchbruch gesehen haben, aber dass die großen Jungs nicht mitgespielt haben. Und das ist ein Riesenproblem. Denn wenn die uns nicht unterstützen, ja, dann können wir das Ganze natürlich probieren, aber dann wird es immer so ein bisschen ruckelig, dann wird es immer so ein bisschen gefährlich, und genau das sehen wir hier auch aktuell, ne? Wir hatten dann eben den Abverkauf auch gesehen. Heißt es nicht, wie gesagt, dass wir werden ja jetzt über die Supports gesprochen, dass wir nochmal in Richtung Norden wandern, aber naja, ist alles jetzt nicht so
Nicht so cool. Hier im H4-Chart haben wir nochmal einen Support ungefähr bei 17,68 bzw. dann bei 17,55, 17,58. Dort würde ich mich dran orientieren, wenn ich jetzt echt massiver Bulle wäre und sagen würde, ah, oh, nö, ich gehe schon davon aus, dass wir hier nochmal ein Stück weit in Richtung Norden klettern. Und sollten wir das eben nicht tun, sollten wir auch hier durch die Supports fallen, dann wäre das natürlich ein ähnliches Szenario wie im Tageschart. Was aber hier im H4-Chart dann dazu auffällt, ist Folgendes. Was wir hier als, gucken noch mal kurz in den Tageschart, wenn wir jetzt hier wirklich in Richtung 61,8 runter marschieren würden 16,96, dann würde das hier vom Tick-Volume-Profile lediglich die Unterseite dieser großen Value-Area bedeuten. Das wäre völlig in Ordnung. Schauen wir uns das aber im H4-Chart an, dann sehen wir, dass hier am 61,8, dass hier einfach nichts ist. Ja, wir haben hier Kurslücken. Warum? Das habe ich euch schon mal erklärt. Das sehen wir an diesen großen Kerzen in Richtung Norden. Alles, was nach oben hin keinen Widerstand bieten konnte, ja, was wir hier bei diesen großen grünen Kerzen gesehen haben, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach in die andere Richtung auch keinen Support liefern, also keine Unterstützung. Deshalb, im Daily sieht es gar nicht so verkehrt aus, aber wir müssen eben hier auf jeden Fall dem H4 im Auge behalten, denn hier sehen wir, wie gesagt, diese Lücke. Hier war nichts wirklich an Support und naja, aber widmen wir uns dem, wenn es soweit ist. Also, wie gesagt, wir haben unsere Supports, die sind noch aktiv und solange da noch nichts passiert, sehe ich auch keinen Grund, warum es jetzt hier in einem Rutsch in Richtung Süden gehen sollte. Ansonsten kennt ihr die nächsten Levels in Richtung Norden. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schaut noch einmal in das letzte Goldpreisvideo, um diese Entwicklungsprozesse in dem Kursgeschehen zu verstehen. Und wenn ihr zusätzlich noch einen Blick in die verlinkten Silbervideos werft, dann könnt ihr eure Lernkurve zusätzlich steigern. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance. So geht Trading. Euer Peter.